Hallo meine Wundervollen. Meine Dreads werden Ende Juni 2 Monate alt und deswegen habe ich mir gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein neues Let's Talk About Dreads Baby und es wird wieder 4 Folgen in dieser Serie geben und als Auftakt möchte ich beginnen mit dem Dreads Take von Leos Lava TV. Vielleicht kennt ihr diesen Tag schon, schreibt mir in die Kommentare, wenn Fragen fehlen, wenn ihr mehr als diese Fragen habt. Legen wir los! Frage Nummer 1. Wie lange hast du deine Dreads schon? Habe ich gerade schon gesagt, meine Dreads sind jetzt 2 Monate alt, sie sind also immer noch Baby-Dreads. Frage Nummer 2 ist, welche Methode wurde bei dir benutzt? Und meine Methode war die Reinhäkelmethode, die am wenigstens schädlich für die Haare ist, aber seien wir mal ganz ehrlich, jeder, der sich Dreads macht oder Dreads machen lässt, der denkt nicht darüber nach, dass seine Haare intakt bleiben. Frage Nummer 3 ist, wer hat dich auf die Idee gebracht? Das war wohl Amy, würde ich sagen. Amy hat vor 4 Jahren, Amy hat vor ungefähr 4 Jahren Dreads und am Anfang dachte ich noch so, interessant. Aber je länger sie sie hatte, desto neugieriger wurde ich und habe mir dann auch selber welche reingemacht und habe hier so hinten angefangen, meine eigenen Haare zu dreaden und habe dann so gemerkt, so, boah, meine Haare, die wollen gerne Dreads haben. Habe dann alle meine Haare selbst gedreadet und das sah auf dem Kopf an sich natürlich total kacke aus. Die Dreads an sich waren okay, die habe ich alle selber gemacht, aber auf dem Kopf war halt das Heidenchaos und deswegen habe ich sie 1 Jahr später wieder abrasiert. Emmy hatte ihre schon vorher rausgekämmt und hatte dann kurze Haare. Ich habe meine komplett abrasiert und kurze Zeit später habe ich das bereut. Ich wollte die wieder haben und habe dann wirklich 3 Jahre lang ganz intensiv meine Haare wieder lang gezüchtet, um wieder Dreads zu haben. Wie viele Dreads hast du? Ja, okay. Dann ziehen wir die mal, wa? Ich habe 31 Dreads und 30 von 31 Dreads habe ich verlängert mit Extensions. Nur einen nicht. Und zwar hier hinten in der Mitte. Diesen einen Dread habe ich nicht verlängert, weil ich das irgendwie... Ich finde das irgendwie süß. Frage Nummer 5. Wie lange hat das Dreaden bei dir gedauert? Bei mir hat das Dreaden insgesamt 2 Tage gedauert. Das lag aber nicht unbedingt daran, dass ich viele Dreads habe, weil viele Dreads habe ich nicht, sondern es lag daran, dass der Typ, der mir die gemacht hat, etwas unorganisiert war und so mitten im Prozess jemand anderes in den Laden kam, der einen Termin hatte. Somit musste meine Sitzung unterbrochen werden und der Dreadman musste erstmal die andere Person verdreaden. Und deswegen hat es insgesamt 2 Tage gedauert, die Extensions reinzumachen. Hat mich persönlich, weil ich das ja alleine gemacht habe, weil ich eben nicht so schnell bin, hat es einen ganzen Monat gedauert, bis ich alle Extensions drin hatte. Also extrem lange. Frage Nummer 6 ist, wie oft häkelst du oder rollst du oder pflegst du deine Dreads? Circa alle 2 Wochen. Fange ich an, das wieder fest zu häkeln am Ansatz und auch so nochmal durchzuhäkeln. Und wenn mir der eine zu kurz ist, dann mache ich dann noch ein bisschen Extensions dran und so. Und ja, so circa alle 2 Wochen. Und das mit dem Rollen mache ich öfter so beim Fernsehgucken abends oder so. Das mache ich viel, viel öfter. Aber das Nachhäkeln, das Nachziehen, das mache ich ungefähr alle 2 Wochen. Frage Nummer 7 ist, lieber natürliche oder lieber gemachte Dreads? Dazu habe ich keine Meinung. Ich finde beides schön. Was ich an gemachten Dreads etwas schöner finde, ist, dass es eine Vorab-Einteilung auf dem Kopf gibt.
Denn als ich das erste Mal Dreads hatte, hatte ich die nicht. Und dann wachsen die extrem schnell zusammen, die Biester. Und wenn es halt gemacht ist, dann sind sie vorher eingeteilt. Und wenn man die natürliche Verfilzung haben will, dann rate ich jedem, wenigstens die Abteilung vorher vorzunehmen. Weil es ist unglaublich nervig, wenn die zusammen, also wenn so zwei zusammenwachsen und irgendwie schräg und das irgendwie halt nicht einmal vorher abgeteilt wurde. Das ist echt unangenehm am Kopf. Wenn die so ordentlich abgeteilt sind, dann ist das so ein schöner, gepflegter Garten und dann können die da schön sprießen, die Dreads. Frage Nummer 8 ist, wie oft wäschst du deine Dreads und womit wäschst du deine Dreads? Ich wasche meine Dreads ungefähr einmal in der Woche. Ich wasche sie nur mit Wasser, genauso wie meine Kopfhaut. Ich nur mit Wasser wasche. Das Einzige, was ich noch shampooniere oder Seife reinmache, ist mein Pony. Und ansonsten kommt nur Meerwasser in meine Dreads, weil Meerwasser tut denen so richtig gut. Da werden die so richtig schön filzig und so stumpf halt und riechen toll, finde ich. Also jeder, der Dreads hat, der wird mir zustimmen können, dass Meerwasser wie eine Kur ist für die Dreads. Frage Nummer 9 ist, hast du Extensions in deinen Dreads? Ja, ich habe Extensions in meinen Dreads und ich finde das auch total legitim. Also hätte ich jetzt Haare bis zum Arsch, bräuchte ich die wahrscheinlich nicht. Meine eigenen Haare wachsen ab.